10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Es ist doch ein wunderschöner Tag, ne? Jetzt nicht wegen dem Kryptomarkt, weil ich habe ein paar kleine Leckerbissen natürlich für euch. Und auch eine kleine Erklärung gerade im Bereich Bank of America, ne? Haben wir natürlich auch drin, ne? Plus natürlich, natürlich den Stablecoin von Ripple. Da gab es auch mal was Schönes heutzutage, ne? Aber schauen wir uns erstmal auf den Markt an und naja, unter den Top 10 muss man ganz ehrlich sagen, und Cardano ist wieder dabei, ne? Ob man sich freuen kann oder nicht, das ist eben seine Sache. Ich fand's schöner andersrum, aber okay. Aber ansonsten kann man sagen, ja, gut, außer BNB, ne, von Binance, der Coin, ganz entspannt der Tag, ne, ganz entspannt, alles locker. Ripple ist wieder, Ripple, XRP ist natürlich wieder von 59 Cent auf 60 Cent gestiegen. Schauen wir mal, was noch kommt, aber wie gesagt, ich bin immer noch skeptisch, was MTGOX betrifft und ihren Transaktionen, ob da nicht was kommt. Vielleicht morgen, Freitag, übers Wochenende könnte passieren, aber wir müssen hoffen, dass dem Schmutz endlich komplett wegverkauft wird von MTGOX oder verteilt wird, wie man es immer noch sagen möchte. Und gehen wir mal vom Besten aus, dass sie spätestens Mitte September damit durch sind. Aber fangen wir einfach mal an. Top 10 IoT-Blockchain-Projekte, die das Potenzial haben, den Markt aufzurütteln. Natürlich, das Internet der Dinge. Natürlich, der erste ist IOTA. IOTA, muss ich sagen, ist leider sehr in der Versinkung verschwunden. Aber nichtsdestotrotz denke ich immer noch, dass das Projekt, wenn die Verwendung da ist und sie ein bisschen Gas geben, natürlich gute Kurse noch erreichen können. Helium, ja, hatte sein, in meinen Augen letztes Mal seinen Höhepunkt gehabt, auch ja, ich weiß nicht, ne? Also Helium bin ich auch raus. Kettenglied von Chainlink, natürlich mit Chainlink ganz klipp und klar, könnte es natürlich auch ein ganz großer Player werden. IOTEX würde ich nicht drauf wetten. Und natürlich VeChain kam zwar 2016 auf den Markt, aber unter der natürlich Ethereum-Netzwerk, hat sich aber dann natürlich von Ethereum gelöst und hat ihr eigenes Netzwerk gemacht. Also bei VeChain muss ich ganz ehrlich sagen, VeChain und Chainlink und IOTA wären die drei, worauf ich setzen würde. Bei VeChain bin ich ja selber drinne, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, die Big Player in dem Bereich ist wirklich VeChain, Chainlink und IOTA eben halt, ne? Die anderen, ja, ist okay, aber denke nicht, dass da was groß kommen wird von denen. Wie gesagt, wenn jemand da Interesse hat, dann schaut euch VeChain, IOTA und Chainlink nochmal an. Die könnten wirklich Big Player werden in dem Bereich. Alles andere, nein. BNY und CBA starten Partnerschaft für grenzüberschreitende Zahlungen. Die Bank of New York Mellon ist Ripple Partner und die Commonwealth Bank of Australia, auch Ripple Partner, haben eine Partnerschaft für grenzüberschreitende Zahlungen gestartet. Durch die Zusammenarbeit können Unternehmen und Privatpersonen die internationale Zahlung von BNY-Kunden erhalten, ihr Geld in nur 60 Sekunden erhalten. Unabhängig davon, wie bei welcher Bank sie registriert sind, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Durch die neue Regelung stehen kommerzielle Zahlungen von BNY aus dem Ausland an Unternehmen und Privatpersonen mit australischen Bankkonten, dem Endbegünstigten nun in weniger als einer Minute zur Verfügung. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Partnerschaft nutzt den internationalen Payment Service der australischen New Payments Plattform, sodass die letzte Meile
der grenzüberschreitenden Zahlung von BNY nach Australien von CBR abgewickelt werden kann. Ja, ich habe mir natürlich die Plattform auch angeguckt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich finde keine Verbindung, außer über die Partnerschaften, die sie natürlich haben, zu Ripple. Ne? Citi ist Partner, HSBC ist Partner, ING DiBa ist Partner, Commonwealth Bank ist Partner, Wiese, Reserve Bank of Australia, da arbeiten sie ja zusammen mit CBDC-Projekt dran. Ich finde sonst eigentlich nichts. Ob die sich wirklich mit dem Ripple oder mit dem XRP-Ledger eher verbinden, ist natürlich Spekulation und ich kann sie euch nicht beantworten. Ich gehe natürlich später davon aus, sowieso, wie ich ja immer sage, dass der XRP-Ledger das Herzstück ist. Ob das direkt oder indirekt darüber geht, muss man einfach mal abwarten. Ripple gibt 185 RLUSD während privater Beta-Tests aus. Wo sind die 10 Trillionen Ripple Stablecoins? Nein, es sind 185 erstmal. So viel zum Thema: Ripple gibt 10 Trillionen aus. Der Beta-Test des Ripple Stablecoins Ripple USD aus Ethereum auf Ethereum und dem XRP-Ledger zeigt Fortschritte. Bemerkenswert ist, dass Ripple im Rahmen des Beta-Tests um 21:38 Uhr 185 Ripple Stablecoins veröffentlicht, was unter der Community-Mitgliedern für Aufsehen sorgte. Dies war die erste offizielle Ausgabe von Ripple während des Beta-Tests. So, die erste offizielle Ausgabe. Es gab nicht diese 10 Billionen, was einige behaupten. Nach der Transaktion wurden Fragen zu den Transaktionsgebühren und der Rolle die XRP in Bezug auf Ripple Stablecoins oder RLUSD spielen würde, aufgeworfen. Wie fett, antwortete einer der Validatoren, auch Deutscher, indem er betonte, dass die Transaktionsgebühr minimal sein und der größere Nutzen den RLUSD bringe in der Verbesserung des XRP-Ledger-Ökosystems und nicht in der Preisspekulation liege. Naja, da muss man erstmal abwarten, ne? In welchem Bereich der ganz groß rauskommt, falls er überhaupt ganz groß rauskommt. Er hat ja auch Konkurrenz, muss man ja sagen. Er hat natürlich die Vorteile, er kann die Vorteile vom XRP-Ledger natürlich nutzen. Damit ist er wieder in meinen Augen so gesehen konkurrenzlos. Mann. Wie antwortete, indem er betonte, dass Transaktions. Achso, haben wir ja schon. Eine andere Kommentar. Tator äußerte sich skeptisch über die Herkunft der Emission und sagte, jeder könne das tun. Bemerkenswert ist, dass die On-Chain-Daten zeigen, dass die Transaktion vom offiziellen Konto des RLUSD-Emittenten stammte, was ihre Legitimität bestätigt. Also es ist wirklich von Ripple. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Es ist tatsächlich von Ripple. Ripple konzentrierte sich auf Netzwerkverbesserungen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ripple bekannt gegeben hat, dass seine Unternehmenspartner für die Durchführung der privaten Beta-Tests von RLUSD im XRP-Ledger und Ethereum Mainnet verantwortlich sind. Nach Angaben des Unternehmens ist diese Testphase unerlässlich, um potenzielle Probleme zu identifizieren und zu beheben und die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Stablecoins zu gewährleisten. Das Unternehmen betonte, dass sich RLUSD noch in der privaten Testphase befindet und alle Behauptungen, dass RLUSD öffentlich verfügbar sei, mit Skepsis betrachtet werden sollten. Seht ihr, ich hatte wohl mal wieder ein Korn gefunden. Ne, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, wo ich ja immer gesagt habe, nein, es gibt keine 10 Trillionen RLUSD. Aber okay. Ihr seht, es fängt jetzt endlich an und sogar offiziell. Von daher müssen wir einfach noch ein bisschen gespannt sein. Bis Oktober ist ja auch nicht mehr lange. Jetzt können sie mal noch schmutzig so über einen Monat noch ein bisschen rumtüfteln. Und ich bin guter Dinge, dass natürlich der Stablecoin auf jeden Fall bei der Swell veröffentlicht wird und an den Start geht. So, unsichtbare Link, Ripple und die stille Partnerschaft der Bank of America. Naja, so still ist es gar nicht. Ich finde das lächerlich, dass man sowas behauptet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bank of America sei im RippleNet-Komitee gewesen, sagte Anwalt Bill Morgan. Standard Chatterat war auch Teil des RippleNet-Komitees. Komisch, Partner. Die Bank of America veröffentlichte im Jahr 2023 einen Bericht, in dem sie die Bemühungen von Ripple in der APEC-Region lobte.
Morgen teilte auf X Screenshots eines Bildes auf der Ripple-Website, auf dem die Bank of America zu sehen ist. Er merkte an, dass die einzige Verbindung, die er zwischen den beiden finden konnte, die Präsenz der Bank of America im RippleNet-Ausschuss war. Ich komme gleich dazu. Morgan sagte jedoch, dass er sich nicht sicher sei, wie aktuell die Informationen seien, und fügte hinzu, dass er sich daran erinnere, vor Jahren auf die gleiche Daten gestoßen zu sein, als die Mitglieder der RippleNet-Komitees RippleNet-Adressen zuwiesen, die mit dem ILP übereinstimmen. Er stellte auch einen Mangel an Transparenz über die genaue Art der Beziehung zwischen der Bank of America und Ripple fest, die der Nutzer von Plattform X, Rothoff Cayman, der dafür bekannt ist, die Entwicklung im XRP-Ökosystem zu verfolgen, fügte zur Diskussion hinzu, indem er erklärte, dass die Bank of America einfach im RippleNet-Ausschuss ist. Er merkte an, dass die meisten Namen auf der Website auch Kunden sind und dass bis heute nicht mehr als das Komitee angekündigt wurde. Also ich kann euch nur eins sagen, als es rauskam, das war 2020, wenn ich mich jetzt nicht irre, da hat David Schwarz mal seinen Mund aufgemacht und gesagt, oh Leute, bald gibt es einen riesen, eine riesen Ankündigung. Man hat ihm den Mund verboten, er durfte nichts sagen. Wortwörtlich von Brad Garlinghouse. David hat sich gesagt, nee, ich bin aber kommunikativ mit der Community, dann sage ich nichts. Dann hat er zwei Zahnpastatuben genommen, die kleine Sau, rein zufällig in den Farmen von der Bank of America. Dafür hat er richtig einen reingekriegt von Brad Garlinghouse. Die haben sich richtig gekloppt, sogar auf X. Und rein zufällig war dann die Bank of America, eine Woche später haben sie verkündet, dass sie das RippleNet auch verwenden. Also nicht nur Komitee. Von daher, es ist eine Partnerschaft zwischen den beiden. Es gab auch eine ganze Zeit, zeige ich mal jetzt im Vorfeld schon, stand hier die ganze Zeit Bank of America. Ich weiß nicht, warum sie da rausgenommen worden sind vor, ich glaube, anderthalb Jahren. Da haben wir ja auch spekuliert. Aber sie waren auch da drin. Oh, Arax ist auch neu drin. Und Afrik ist, glaube ich, auch neu reingekommen. Geil. Von daher, es gibt wirklich die Verbindung und sie sind wirklich auch Ripple-Partner. Sie haben es auch schon angekündigt und ich danke auch Frau König Manja. Das zeige ich euch auch gleich. Sie hat nämlich nochmal ein etwas älteres Patent rausgesucht. Es ist erwähnenswert, dass die Bank of America im Jahr 23 einen Bericht mit dem Titel The Breaking New Ground Harnessing Payments Innovation in APEC veröffentlicht und gleichzeitig die Rolle von Ripple bei der Entwicklung von Zahlungssystemen im asiatisch-pazifischen Raum anerkennt. Der Bericht betonte die Rolle, die die Blockchain-Technologie bei der Digitalisierung der Zahlungsbranche spielt und würdigt gleichzeitig die Rolle, die Ripple bei der Revolutionierung des Sektors gespielt hat. Von daher muss man ganz klipp und klar sagen, sie sind Partner, hundertprozentig. Sie waren auch lange dabei und auf der Seite von Ripple und wahrscheinlich wegen der Klage haben sie sich doch entschieden, lieber nimm uns mal erstmal raus. Und von daher, es wird schon heiß. Es wird schon heiß. Und Frau König Manja hat nochmal das alte Patent von The Bank of America rausgesucht. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ich glaube auch aus 2020. The Bank of America verfügt bereits über ein Patent zur Nutzung von XRP als Brückenanlage. Da sehen wir schön Ripple DLT, natürlich, ne, wie es so funktioniert, es ist schon ein schönes Ding. Und von daher, das machen die natürlich nur, um zu zeigen, hey, wir haben Kohle, wir schmeißen die Kohle einfach raus, weil wir machen einfach ein Patent, was wir nie verwenden. Ne? Wir reden hier über den Banksektor, wir reden hier über die Finanzwelt. Es ist alles schon fertig, meine Damen und Herren. Die sind schon lange Partner, die haben schon lange Verträge gemacht. Nochmal vielen Dank an König Manja. Ich weiß ja, du hörst hier nur wieder auch mal zu, ne? So, meine Lieben, das war schon. Es reicht auch, ne? Ihr seht, es läuft alles in die richtige Richtung. Wir müssen nur geduldig bleiben. Deswegen sage ich ja nicht umsonst, XRP ist für mich tatsächlich einfach ein... Ja, da muss man sich nicht groß drum kümmern, das läuft schon. Das wird laufen, ob ihr wollt oder nicht.
Ne, das ist ein Selbstläufer. Vielen Dank an 120 Zuschauer. Mega, Leute. Vielen, vielen Dank. So, XRP, guten Abend zusammen. Qualmis, moin. Kaleido, guten Abend. Lucky, hallo, Leute. Psychoboiler, moin, ihr Lieben. Grüß euch beide. Alex, guten Abend. Nur Petzi, grüß dich. Emhan, hallo, alle zusammen. Kryptogärtner, moin. XRP Rocket, seid gegrüßt, liebe XRP Treuhänder. XRP Boy, MC, hallo MC, ich habe letztens wieder so einen YouTuber gehört, ja, das kann passieren, der gesagt hat, auch bei Anwendung wird der XRP-Preis nicht steigen, weil bei der Transaktion bei XRP Ledger nur wenige Sekunden im Einsatz ist und das nichts am Preis machen würde. Was ist deine Meinung dazu? Du siehst da die schönen Striche, ne? Nehmen wir mal an, das sind jetzt alles Transaktionen von den Banken mit ja, ein bisschen höheren Einsatz als nur 100 Dollar. Ne? Sagen wir mal so ein paar Tausender sind da immer ständig. Vielleicht auch ein paar Hunderttausend oder vielleicht sogar ein paar Millionen. Wer weiß das schon? Ja, dauert 3 Sekunden, ne? Bis sie wieder freigegeben werden. Die Transaktion dauert 3 Sekunden. Ne? Das Verarbeiten. Bis sie freigegeben werden, nehmen wir mal an 4 bis 5 Sekunden. Ne? Das heißt ja immer nur, der XRP-Ledger braucht 3 Sekunden maximal. Und dann will man mir erklären, wenn da wirklich höhere Transaktionen sind, ein Volumen, ich sag mal, im Milliardenbereich drin ist, das wird dann nix Auswirkungen auf den Kurs haben. Ja, warten wir mal ab. Na, es ist ja nur Theorie. Jetzt kommen natürlich die ganzen Spackens und behaupten natürlich das andere, dass es nicht funktioniert. Komisch, ne? Erst jetzt. Nicht erst mit dem Argument der XRP-Ledger, 3 Sekunden und funktioniert nicht am Preis. Nicht erst schon 2017, 2018. Nein, sie kommen jetzt alle aus den Löchern raus, ne? Wo ist der Fehler? Holiday Diver, diesmal sogar pünktlich. Sonne Grüße in die Runde. Grüß dich, Mr. Crypto. Hallo, MC und die ganze Truppe. Kirch, schöne Grüße an alle. Sanremo, sonne Grüße von Insel. Grüß dich, Remo. 1001, hello, MC in Chat. Bobo, hallo zusammen. Tribun, grüß dich, MC. Mr. Crypto legt los. Er legt jetzt schon wieder los. Ja, habe ich auch schon gesehen heute. Habe ich vergessen reinzunehmen. DBS pilotiert. Geh weg da unten. Programmierbare Zuschusszahlung mit DLT. Die DBS Bank gab heute bekannt, dass sie ein Pilotprojekt für die Auszahlung von Zuschüssen der Regierung von Enterprise Singapur an 27 Fintech-Unternehmen durchgeführt hat. Das Pilotprojekt wurde von der Singapore Fintech Association initiiert. DBS programmierte die qualifizierenden Bedingungen und den Zuschuss in Smart Contracts auf der von der DBS genehmigte DLT zu erhalten. Dadurch wurde automatisch Geldüberweisung an die Begünstigten ausgelöst, die die Bedingungen erfüllen. Ja, was soll ich sagen? Ein solches System zielt darauf ab, die Kontrolle über die Auszahlung von Zuschüssen zu verbessern und die Notwendigkeit manueller Zahlungen zu verringern. Es hilft auch bei der Transparenz und betrieblichen Effizienz. Also, ihr seht, DLT ist überall. Wer ist führend in DLT? Ich weiß es nicht. Ich bin da raus. Speedy, guten Abend an alle. Tribun, schönen Abend an alle. Mr. Crypto, nochmal? Was hast denn jetzt nochmal? Ich habe da ein bisschen reingeguckt. Ich fand das, ey, ich finde das doof, ganz ehrlich. Ich fand das doof mit Brasilien. Lateinamerikanische E-Commerce-Riese Mercado Libre führt Milli-Dollar-Stablecoin in Brasilien ein. Mercado Libre, der lateinamerikanische E-Commerce-Riese, hat über eine digitale Bank Mercado Pago den Milli-Dollar-Stablecoin in Brasilien eingeführt. Die Muttergesellschaft ist das lateinamerikanische Äquivalent von zu Amazon.com und hat die höchste Marktkapitalisierung aller Unternehmen in der Region. Okay. Ja, warten wir einfach mal ab, ne? Warten wir einfach mal ab. Aber ihr seht, die steigen alle um, ne? Die steigen alle auf digitales Geld um. Das ist wichtig. Das ist verdammt wichtig, dass wirklich alle endlich kapieren, es ist vorbei mit dem Fiat-Geld. Ob es positiv oder negativ ist, das kann man natürlich sehen, wie man will, aber es ist einfach so. Da bin ich. Magic Mike. Hallo, liebe Leute. Grüß dich, MC und unsere XRP-Tattoo-Metzger. Nur noch 5% im Minus. Es geht aufwärts. Ja, freu dich, aber freu dich nicht zu früh. Ne? Es könnte auch wieder natürlich schnell nach unten gehen. Taschentiger. Hallo an alle XRPler und dich, MC. Vielen Dank für deine Arbeit. Du da nicht für. Ne? Da nicht für. Ich freue mich doch jeden Abend mit euch. Danger Noodle, Hallöchen alle zusammen. Wie geht's es euch? Muss ja, ne? Kann es kaum erwarten, meinen ersten Bullenmarkt mitzumachen. Ja,
Ich werde mich nicht dazu äußern. Ich kann mich noch an meinen erinnern. Und ganz ehrlich, ein geileres Gefühl wirst du nicht haben. Sage ich dir ganz ehrlich. Was haben wir denn jetzt hier? Justin, Coinbase unterstützt die Umwandlung von 1 zu 1 Euro in Euro C nach den MiCA-Regeln. Oh, das ist doch geil. Wenn Coinbase damit anfängt, da werden andere Börsen natürlich nachziehen. Und wenn das passiert, wäre ich nicht abgeneigt, sage ich euch ganz ehrlich, meinen Gewinn aus der Kryptowelt zum Teil dann in Euro C umzuwandeln, wenn ich den natürlich auch sicher verwahren kann. Das ist natürlich so die nächste Sache und das ist natürlich die nächste Hürde. Es wäre natürlich geil, wenn jetzt bald sich so Hardware-Wallets melden, die sagen können, ey, passt auf, wir unterstützen den Euro C, ne? Das wäre natürlich mega geil. So, Mr. Crypto, was hast du noch wieder? PayPal. Geh weg. PayPal. PYUSD für Zinsprämien mit der Partnerschaft mit der Anchorage Bank ein. PayPal treibt seine Stablecoin-Initiative voran, indem es ein Zinsprämienprogramm für Inhaber seines an den Dollar gekoppelten PYUSD-Stablecoin einführt. Dieses Programm, das in Zusammenarbeit von Anchorage Digital durchgeführt wird, markiert den nächsten Schritt in der Kampagne von PayPal, die Nutzung seines Stablecoins auszuweiten. Okay, steht da auch, wie viel Prozent ich kriege? Das Problem ist dabei, ich kann den noch nicht kaufen, weil ich kann über PayPal noch keine Kryptos kaufen. Ich bin leider in Deutschland und in Deutschland sind sie noch nicht so weit. Ich glaube, Holland und Großbritannien, Spanien und Frankreich, glaube ich, sind auch dabei. Hier, Mr. Crypto, hier, Multicane. Es werden viele mitspielen. Multichain. Avalanche, ja. Franklin Templeton erweitert den tokenisierten Geldmarktfonds FOPXX auf die Avalanche-Blockchain. Natürlich werden viele mitspielen. Franklin Templeton gab heute bekannt, dass sein tokenisierte Geldmarktfonds FOPXX jetzt auf der Avalanche-Blockchain verfügbar ist. Der Vermögensverwalter hat den Fonds von mehr als 3 Jahren erstmals auf der Stellar-Blockchain aufgelegt, wobei die Verwaltung Vermögen derzeit 402 Millionen US-Dollar beträgt. In Folge wurden die Unterstützung von Polygon und Arbitrum ausgeweitet, mit Plänen auf die Aptos-Blockchain zu starten. Ich finde das geil. Damals weiß ich noch, da haben alle von Stellar, ich kenne ja einige, die auch bei XLM drin sind und auch kleine, ja, ich sag mal Maxis sind, haben mich ausgelacht, weil XRP Ledger sowas nicht hat. Mittlerweile ist aber dieser Fonds ein bisschen weit gestreut, ne? XRP Rocket MC, weißt du, was eine geile Idee wäre zum Stream, dass man statt Schreiben ein Stream macht, wo jeder was sagen kann und zum Beispiel mit Handheben oder so die Reihenfolge festgelegt wird, damit nicht alle gleichzeitig reden. So ähnlich wie bei Teams ist nur so eine Idee. Weiß nicht, wie das rüberkommen würde. Du, ich habe mir sowas auch schon mal überlegt, aber da müssten wir natürlich ein paar Regeln auch festhalten. Ihr dürft keine Musik im Hintergrund spielen, ne? Ihr dürft wirklich nix, so wie ich. Weil sonst brauche ich keinen Stream machen, weil das würde auf keiner Plattform erlaubt werden. Das Problem ist, wir bräuchten auch noch irgendwie eine andere Plattform, wo wir uns natürlich alle melden könnten. Gibt es natürlich Discord zum Beispiel, ne? Da kann jeder dann sabbeln, da wird gar kein Gesicht gezeigt, sondern da könnt ihr dann alle sabbeln zum Beispiel. Und da gibt es auch die Funktion, dass man dann, ich sag mal so, ja, klingeln oder so, das wird dann angezeigt und dann kann man sich melden. XRP Heiko. Na, was hast du denn Schönes? Ich finde das geil, bei dir dauert das immer so lange. Na, später, später. Oh, was kommt denn hier alles? Kryptobörse droht Lizenzentzug. Hongkongs Bestreben, eine Drehscheibe für digitale Vermögenswerte zu werden, wird durch die Ungewissheit erschwert, ob alle 11 Kryptobörsen eine vollständige Lizenz erhalten werden. Betroffen äußern sie sich nicht. Zu den 11 Börsen, die eine Lizenz erhalten sollen, gehören Global Player wie Crypto.com und Bullish, sowie, okay, Panther Trade Akkumulus, DFX Labs, Bixin.com, XIO, Jax, Valfin und Matrixport HK. Was ist mit BitGet? Na gut. Aber
Ihr seht, nicht jeder kriegt eine Lizenz einfach so, ne? Finde ich auch wichtig, um ehrlich zu sein. Man muss ja auch wirklich gucken, ob alle auch wirklich ganz korrekt arbeiten. Startrampe, guten Abend, MC und die XRP Holder Gemeinde. Plus City. Hey, lieber MC. Mein letzter Kenntnisstand war, dass die Banken Transaktionen als Dienstleistung durch Ripple über den XRP Ledger durchführen. Dann wird doch trotzdem im Orderbuch mit XRP über die Börsen gearbeitet. Richtig, hundertprozentig. Genau so sieht's aus. Somit wird XRP doch trotzdem genutzt. So hatte ich auch das auch bei damals verstanden. Hundertprozentig. Wie sollen denn sonst XRP genutzt werden, wenn sie Ripple Payments verwenden über den XRP Ledger? Die Banken wollen es ja günstig haben. Denen geht es nicht um die Schnelligkeit. Denen geht es nur um Sicherheit natürlich und dass es günstig ist. Denen geht es nicht um die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit ist nur ein Bonus für die im Endeffekt. Weil selbst wenn so eine Transaktion, ich sag mal, 10 Minuten dauern würde mit XRP, das ist den Banken doch scheißegal. Solange das günstig ist und sie natürlich von ihrem Auftraggeber, sprich ihren Kunden, immer noch die gleichen Gebühren verwenden können. Ne? Das ist wichtig für die Banken. XRP-Echo. Bitcoin-Echo. Ach ja, mit McDonald's. Habt ihr es mitgekriegt? McDonald's Instagram-Profil wurde von Kryptobetrügern gehackt. Ja, das ist geil. Hacker haben McDonald's Instagram übernommen, um eine Solana Mimi-Coin zu bewerben. Der Schaden 700.000 US-Dollar. Am gestrigen Mittwoch wurde sowohl das Instagram-Profil von McDonald's auch die Twitter-Account von Senior Marketing Director Guilherme Huyn gehackt, um ein Krypto-Token namens Grimace oder Grimace zu bewerben. Deswegen immer wieder, ganz ehrlich, egal wer was schreibt, ne, egal wer was sagt, oh, der Token ist geil, da müsst ihr alle reingehen, ne, oder sonst irgendwas. Immer noch mal selber gucken. Der Anstieg weilte nur kurz. Gelder wurden abgezogen, der Preis implodierte förmlich. Rund 700.000 US-Dollar brachte der Scam den Hackern ein. Ja, geile Scheiße, echt alter Schwede. Aber was soll man machen? Der Solana Mimicoin erreichte daraufhin schnell eine Marktkapitalisierung von 25 Millionen US-Dollar. Binnen weniger Minuten stieg der Preis von Gimmick um 195.000%. Scheiße, hätte ich das mal gewusst, hätte ich da auch mal was reingesteckt, ne? Aber gut, was soll's. Es ist nur schade, dass wieder viele darauf reinfallen, weil, oh, McDonald's bewirbt so einen Scheiß und schwuppdiwupp gehen sie rein. Ne? Da muss man sich mal vorstellen. Nur weil ein McDonald's hat in der Kryptowelt gar nichts zu suchen. Und die sagen sowas und schwupp ist es hoch. Ne? Jetzt wisst ihr warum, wenn Elon Musk sagt, Dogecoin ist geil, peng, knallt er nach oben. Lee XFPP. Hallo zusammen und MC, eine Woche noch bis 31.8. Jetzt ist wieder eine Woche rum. Wo ist das letzte Mal gefragt habe, wie es beim Ledger aussieht? Wegen Update und so weiter. Hat sich was geändert? Gucken wir live, kein Problem. Also, nein, Abstimmung ist gleich. Und da verarschen Sie mich weiter und nein. Und ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass alles auf 2.2.1 geupgradet wird. Kurz vor der Swell. Eher sage ich, passiert gar nichts. Leider sehr traurig, sie haben mich tatsächlich auch wirklich enttäuscht, aber was soll's. Otto, moin, Mr. Crypto, stimmt. Wir sollten noch ein paar Kursprognosen erfragen, bis das mit den 5 Dollar wird zu 10.000% nichts. Ich habe noch eine Woche, mein Freund. Ne? Ich habe noch genau gesagt, 9 Tage. In 9 Tagen kann alles passieren. Ich sage nur 195.000%. Vielleicht sollte ich mal ein paar Hacker beauftragen, die Elon Musk und Co. hacken, damit natürlich XRP jetzt schön in die Höhe knallt. Ne? Ah, schauen wir mal. Johannes, juhu, was für ein Glück, dass ich am PC einen Wecker habe, der jeden Abend zur Primetime abgeht, denn sonst hätte ich wohl verschlafen und den Stream verpasst. Ich bin einfach plötzlich auf dem Sofa eingeschlafen. Das war knapp, gell? Frechwaldgurke. Ja, du. Johannes, Grüßchen an alle und einen schönen Abend. Wir lieben MC, grüß dich, Schätzelein, na, Hasenfutz? Und hallo an alle. Magic Mike. 195
185 ist wohl die Ansage für den ersten Mondpreis bei Anwendungsstart. Kann man natürlich auch so spekulieren jetzt, ne? Warum nicht? Nehme ich auch, keine Panik. Zum ersten Mal gechattet, Kuba Gray. Grüß euch, meine XRP-Brüder und natürlich XRP-Papa. Hab es auch mal geschafft. Schön, dass du hier bist. Geil. Quick, Servus MC. Die Kamala Harris will 25% von der unrealisten Gewinne versteuern lassen. Wie kann kurz vor der Wahl sowas sagen? Die hat sich selbst ein Eigentor geschossen. Hatten wir gestern und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, es kommt ja von beiden, aber sie unterstützt das. Sie will ja auch die Vermögenssteuer auf den höchsten Stand setzen mit Biden, ne? Und ganz ehrlich, wer in den USA tatsächlich die Frau wählt, ne, nach dieser Aussage, soll später nicht rumheulen, ne? Ich meine, ich kann den US-Amerikanern nur sagen, ganz ehrlich, wenn ihr sehen wollt, was wahrscheinlich mit eurem Land passiert, guckt doch mal nach Europa. Da gibt es ein ganz gewisses Land, das hat auch nur die Besten der Besten an der Macht. Und ja, es läuft wunderbar, ne? Oder sagen wir es mal so, USA, Amerikaner, ihr lacht doch über ein Land in Europa. Das passiert euch auch. Dremmer, dann wird man fürs Halten noch bestraft. Jupp. Papi spielt. Grüße, Familie. Alles Liebe für euch. Toni, der einzig wahre. Guten Abend. Na, MC, den Schock von Dienstag überwunden und dir geht es heute wieder besser? Ja, natürlich. Ich weiß ja, woran ich arbeiten muss, sprich, was ich ändern muss und die Kryptowelt gibt mir das, was ich brauche, damit ich das ändern kann. XRP Night Riddler. Hi, MC und Gruß an die Community. XRP Rocket, um der Pharma Lobby und, achso, das ist an dem da. Mr. Crypto, alles Scam, 100% XRP Rocket. Deshalb würde ich eher Trump wählen, auch wenn er nicht ganz sauber ist. Ganz ehrlich, wenn es danach geht, ist keiner sauber, ne? Jeder hat Leichen im Keller. Nicht nur da drüben, überall. Immerhin das viel bessere Übel. XRP wird Swift nicht verdrängen, denke ich. Nein. Aber die werden gut zusammenarbeiten. Richtig. Der Dollar kommt im Oktober und dann geht der Bullrun 25 los. Gary wird nicht Finanzminister, denke ich. Oh, habe ich euch gar nicht gezeigt. Nein, das war eine Fake News. Danke an Kiki, weil er hat mir einen Bericht gezeigt, von wegen, dass es eine Fake News war. Da sich die USA damit selbst ins Ausschießen würde. Danke fürs Lesen. Quick, MC, Veracity hat ein Lebenszeichen gegeben. Hoffe, dass der Bullrun abgehen wird. Ja, und ich habe heute Veracity gekauft. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, nicht am tiefsten Punkt, natürlich am höchsten Punkt. Und jetzt geht es wieder ein bisschen runter, ne? Ich bin ja so ein Glückspilz immer, ne? Mr. Crypto, Veracity to the Moon. Veracity kommt auch wieder. Keine Panik. Das wird richtig, richtig schmutzig abgehen. Da bin ich sowas von überzeugt. XRP-Ico. Crypto Newsflash. Oh, was kommt da? Real Vision Chief Chef Raoul Paul hält XRP und Cardano für nicht mehr wettbewerbsfähig. Paul rät, Anlageentscheidungen emotionslos zu treffen und keinen Kult um Ripples XRP und Cardano ADA zu pflegen, sondern diese abzustoßen. Cardano-Chef Charles Hoskinson reagierte gewohnt sarkastisch und fragte den Ripple-CEO Garlinghouse öffentlich nach dem Termin für ihre nächste Kultversammlung. Da hat er mal was Gutes gemacht. Okay, wir sollen also unsere XRPs und wenn jemand Cardano hat, natürlich weggeben, ne? Von Charles Hoskinson, Brad Garlinghouse. Wann gehen wir zu den geheimen Sektentreffen? Ich habe das Memo von Rule nie bekommen. Ich schätze Rule sehr und halte ihn bis zum Beweis des Gegenteils für authentisch und wohlmeinend. Bei XRP bin ich respektvoll. Andere Meinung als er. Aber diese These ist vernünftig und wurde noch nicht widerlegt. Noch nicht. Ich stimme zu, dass es Altmünzen gibt, Hust EOS, deren Tage längst vorbei sind. Es ist zwar wichtig, auf den Schwung der aufstrebenden Blockchains zu setzen, aber die Verankerung des Portfolios mit bewährten Vermögenswerten ist ebenso wichtig. XRP und ADA haben sich im Laufe der Zeit bewährt.
und bieten bedeutende Upgrades, Entwicklung und große unterstützende Netzwerke. Warum nicht das Beste aus beiden Welten nutzen? Balancieren Sie Ihr Portfolio mit aufregenden neuen Projekten aus und behalten Sie gleichzeitig ein starkes Fundament in kampferprobten Blockchains. Lassen Sie nicht zu, dass der Hype den Wert einer soliden Basis auf Innovation und Zuverlässigkeit überschattet. Mensch, da hat ja der Cardano-Jüngling ja mal richtig eine gute Sache rausgehauen. Oder war es er nicht? Im Widerspruch einen Kommentator, der sich als Jüngle bezeichnet, ihm zufolge ist es wichtig, bewährte Vermögenswerte wie XRP. Ach so, nee, das war nicht Charles Hoskinson. Charles Hoskinson hat nur das hier gemacht mit Brad Garling aus. Okay. Naja, jetzt seht ihr, ne? Also schmeißt es raus, damit ich nochmal billig einkaufen kann. XRP Rocket, unabhängig von der Krypto-Thematik, hat Trump keinen einzigen neuen Krieg angefangen und sogar Truppen zurückgezogen, pazifistische Züge. Ich denke, dass Trump ein Mann der Worte ist und mindestens 50% seiner Versprechen durchsetzen wird. Immerhin besser als die linksradikale Kommunistin Harris. Ist nicht meine Worte. Die zum Lager von Pelosi oder Elizabeth Warren gehört. Die am liebsten alles verbieten wolle. Ukraine weiter aufheizen und alles durchimpfen würden. Was nicht bei drei auf dem Baum ist. Kann ich nichts zu sagen, aber lassen wir es einfach, ne? Toni, der einzig wahre, mal eine Frage. Wenn der Bundesregierung einfallen würde, Kryptos zu versteuern in Zukunft, können die maximal ein Jahr rückwirkend machen, ab Beschluss, der ja an sich etwas gehen sollte. Soweit ich weiß, ja. Das hat ja in Österreich zum Beispiel ja auch gemacht. Hi Commander, hey MC, wann geht's nach Teneriffa? Gruß, hi Commander, grüß dich, lange nicht mehr gesehen. Also ich bin immer noch überzeugt, dass wir wahrscheinlich keinen kalten Winter erleben werden. Nicht wegen dem Klimawandel, sondern weil wir in einem wärmeren Gefilde liegen. Weltglück fehlt noch, der wird das wieder natürlich revidieren. Aber ich gehe immer noch auch davon aus, dass der Winter für uns warm wird. Und warten wir mal auf Oktober, jetzt auf die Swell, ne? XRP Rocket, deshalb würde ich eher Trump wählen, auch wenn er nicht ganz sauber ist. Das hatten wir doch schon. Kuba Gary, werde mir auch ein XRP-Tattoo stechen. Ja, das habe ich immer gesagt. Wenn ich es geschafft habe mit XRP, werde ich mich auch tätowieren. Ich bin ja jungfräulich. Und Metzger Magic hat ja schon angedeutet, dass ich bei ihm vorbeikommen darf und dann ballert er mir eins rein. XRP Rocket, hab das zweimal geschrieben. Einmal als Antwort und einmal für alle. Achso, okay. Lee XRPP, genau. Schau auch keine mehr. Hm? Okay. Cinnamon, guten Abend zusammen. Startrampe, das wäre wirklich heftig, wenn die 185 wirklich in Relation zum Preis stehen würden. Nein, wäre natürlich geil, ne? Innerhalb von 5 Minuten, peng, $185. Ich glaube, da würden wir erstmal alle tot umfallen. Aber nein, das dauert ein bisschen. Ne? Gib denen mal ein paar Wochen Zeit, wenn die Verwendung startet und das wird nicht schnell kommen. Hi Commander, bei voller Verwendung sieht man die Weltkugel überhaupt nicht mehr. So wird es irgendwann mal sein. Nein, leider nicht. Wenn bei voller Verwendung im Bankbereich wirst du gar keine Banktransaktionen leider hier sehen. Weil das läuft über das Sidechain-System und da werden wir leider nichts von erkennen werden. Ich gehe davon aus, hier wird auch nichts angezeigt. Alex, es werden ja auch zigtausende Transaktionen pro Sekunde gleichzeitig durchgeführt. Wird schon den Preis treiben. Nein, du hörst den anderen ja seit Monaten nicht zu. Das bringt nichts. Johannes, heute habe ich Blume für mich und meine Schwester auf ricardo.ch ersteigert. Blumen. Okay, und gleich in einen XRP-T-Shirt abgeholt. Okay. Ah, den habe ich auch in meinem Portfolio, sagte der Verkäufer. Darauf habe ich ihm von MC-Stream erzählt und dass wir da eine tolle Truppe sind und jeden Abend mindestens eine Stunde News bekommen und nett plaudern. Mal schauen, ob er sich auch zu uns gesellt. Okay, Dankeschön. Mr. Crypto, XRP geht auf Null. Warte, haben Sie das nicht schon vor Jahren gesagt? Oh, das höre ich schon seit 2017. Deswegen ist es für mich nichts Neues. Ne?
Quick, sobald die Anwendung kommt, hoffe Ende 24 oder 25, dann geht die Post ab. Hundertprozentig. Indalo, Grüße von der Arbeit. Ach du Schande. XRP Rocket, was gibst du mir denn jetzt? Schweizer Banken setzen auf Instant Payment. Ist XRP die Währung dafür? Nein. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Haben wir schon vor Wochen, dank Johannes und sogar durch Singleware. Die haben es auch schon rausgehauen. Olli, schönen guten Abend in die XRP-Echokammer. Lieber Marcello, das wird doch alles nix. Das musst du langsam einsehen. Wir erzählen uns alle einen in die Tasche und deine Enttäuschung wird gigantisch sein. Ich bin seelisch darauf vorbereitet und höre dir bis 2030 vom Kriechboden zu. Und alle in freudiger Erwartung des Bullrun. Der kommt genauso wenig wie der Weihnachtsmann zu Ostern. Dann kann ich dir nur empfehlen, wenn du wirklich so denkst, dann verscherbel lieber deine ganzen Kryptos. Heiko Mann, MC, was macht Velo nochmal? Kannst du was dazu sagen? Nee, kann ich absolut nicht, weil Velo hat mich nicht interessiert, nachdem ich gleich erfahren habe, dass Jed McCaleb dahinter steckt. Habe ich sofort abgeschaltet, interessiert mich null. Psychobeule, erzähl mal genau von deinen ersten Bullenmarkt, MC. Will ein wenig träumen. Du weißt ja, wie toll das ist, wenn Mann und Frau, ne, ein bisschen sehr eng aneinander kuscheln im Bett, ne, oder sonst irgendwo, wenn es denen überkommt. Es ist ein geileres Gefühl. Es ist ein geileres Gefühl. Du denkst, du bist der König oder die Königin der Welt. Dir kann gar nichts mehr passieren. Du wirst aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommen. Johannes, was? Es ist vorbei mit dem Fiat-Geld? Nee, nee. Fiat-Geld hat es schon immer gegeben und das wird auch immer geben. Johannes, bist du doch Deutscher? Darauf frage ich dann immer, wie war das früher mit den Muscheln und dem Salz? Dann fangen sie an zu überlegen, ob ich doch recht habe. Alex, wieder Euro-C. Ich habe doch damit angefangen, hier zu reden. Oder weiß das keiner mehr? Ja, und wie gesagt, das wäre ein Stablecoin, da würde ich reingehen. Wir lieben MC. MC, denkst realistisch. Veracity erreicht seinen ATR und optimistisch 30 Cent? Hundertprozentig. Ich gehe sogar ein bisschen weiter. Ich denke eher Richtung 1 Dollar können wir immer noch in Angriff nehmen. Kryptogärtner, stimmt es, dass Elon Musk eine Mail vom White Paper von Bitcoin und Satoshi Nakamoto bekommen hat? Hab heute dazu ein Video gesehen, dass Elon Musk eine Mail an x.om bekommen. Es gibt ein ganz gewaltiges Fake-Video von Elon Musk. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es das. Ich denke nicht, dass er das bekommen hat. Lee XRPP. Alle, die 2025 XRP oder Quant besitzen, werden wohl Pfandflaschen sammeln müssen. Und die Frauen werden auch davon laufen. Quelle Vendetta. Ja, toll. Das erzählst du mir jetzt, wo ich mir vor ein paar Wochen Quant geholt habe. Ne? Super. 1001, warum verwendest du da nicht RLXRP Stablecoin? Warum Euro XC verwendest? Weil der Stablecoin von Ripple mit US-Dollar und Staatsanleihen gedeckt ist. Der Euro C ist mit dem Fiat-Euro-Geld gedeckt. Und der Euro-C wird in Europa natürlich absolut erlaubt werden. Währenddessen, das ist der Grund, Ripple Stablecoin muss man noch gucken. Alex, wegen Mika. Bingo. Olli, also gehen ihr mich. 1001. Wenn ich RLXRP auf meinen Hardware speichere, ist ja egal, oder? Es kommt darauf an, wie weit der mit der Mika reguliert ist. Natürlich ja, aber es könnte auch Probleme geben, weil die Börsen innerhalb von Europa den nicht akzeptieren werden wahrscheinlich. 1001 kann damit ja wieder kaufen und bei Auszahlung auf Euro X könntest du, aber dann musst du wahrscheinlich auf andere Börsen dann den kaufen, da kaufen. Toni, der einzig wahre. Ich bin ja eigentlich auch echt entspannt und freue mich einfach auf spätestens 2030, damit ich endlich in Rente kann. Ich träume täglich davon, hilft den Tag zu überstehen, immer mehr Arbeit zu machen, weil die Kollegen inkompetent sind und nicht richtig machen. Nervt aber 5 Jahre halte ich es aus. Okay, wenn du das noch 5 Jahre schaffst, ich nicht. Quick MC, ich vertraue dir mal mehr als die Regierung oder die Medien. Naja gut, da ist ja nicht viel Vertrauen, ne? Also ganz ehrlich. Trotzdem, danke.
Emma, warum sind die Mülleimer nicht direkt XRP drin? Was? Mülleimern? Oder direkt auf der Straße? Dann kann man sich das Einwerfen in den Pfandautomaten sparen. Stellt euch vor, ach so, okay, das war das. Stellt euch vor, auf der Straße liegen XRP herum und die Passanten denken sich, für den Dreck bück ich mich erst gar nicht. Das wäre brutal. Weißt du warum? Weil dann würde ich nur noch auf den Boden kriechen. Wir lieben MC. Langsam denke ich, wie sollte. Was? Moment. Langsam denke ich, wie sollte auf die Anwendung verzichten. Wir brauchen nur Taylor Swift, Davy Johnson und Trump. Die sagen, XRP ist das Geilste und schwupps haben wir 10.000 Kurs. Kennt sich einer aus mit Deepfake-KI-Videos? Theoretisch hättest du recht. Ne? Und nehmen wir Elon Musk auch noch dazu. Tony, der einzig Wahre. Im Übrigen, sorry Leute, Wochenende spätestens Montag will ich kaufen. Sprich, der Preis fällt zum Wochenende wieder. Hoffe ich. Tony, der einzig Wahre. Achso, geht ihr mich. Kuba Gray. Abonniert auf Stufe 1 für 6 Monate im Voraus. Wow, Dankeschön. XRP Heiko. Trump kündigt eigene Krypto-Plattform an. Bereits seit mehr als 2 Wochen trommeln Trumps Söhne Eric und Donald Jr. für ein neues Projekt. Nun kündigt er es ihr Vater an. Die Familie baut offenbar ein Geschäftsmodell auf Kryptobasis auf. Viele Details gibt es noch nicht. Der Telegram-Informationskanal zum Projekt ist aber brutal bebildert. Seht ihr? Er macht was für die Kryptowelt, wenn er an der Macht ist. Die andere bezweifle ich sehr, sehr stark. Mr. Crypto, was sagen deine Freunde eigentlich zu Luna Classic? Gibt es dort Gesprächsstoff? Nein, nix, null. Die sagen auch, abwarten. Kuba Gary hat Light Zero ein Stufe 1 Abo geschenkt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Johannes, dich kann nur noch der XRP-Kurs überholen. Ja, ich habe bald 250 Streams in Serie und dies als Kursziel bei XRP. Jo, da würde ich mich sehr, sehr gerne überholen lassen. Abwarten. Li XRPP. Geh nicht an mich. Startrampe. Noch 2 Tage Malochen. Dann endlich ein paar Tage frei. Gott sei Dank. Toni, der einzig wahre. Projekt Teneriffa startet ab 100 Euro oder 100 Dollar. Oder bin ich falsch? 100 Dollar. Wir können auch 100 Euro nehmen, ne? Aber wenn er sowieso 100 erreicht, dann wird 100 Euro oder 100 Dollar, eins von beiden wird er auf jeden Fall eh schaffen. Kuba Gary. Gray. Kuba Gray. Oh, sorry, nicht Gary. Kuba Gray. Habt ihr noch Platz auf der Insel? Hundertprozentig. XRP Rocket. Ich gehöre zu den Verrücktesten hier. Minus 50% meines Gehaltes gehen in die Kryptowelt. Da ich keinen hohen Lebensstandard habe, für mich sind auch die kleinen Dinge Luxus und ich habe einen ganz festen Glauben an die Kryptowelt und glaube, dass es in Zukunft was ganz Großes sein wird. Falls es doch nicht so sein sollte, hatten wir trotzdem großen Spaß alle. Du wirst nicht falsch liegen, das garantiere ich dir. Du wirst nicht falsch liegen. Nun, wir müssen aufpassen, nach diesem Bullenmarkt könnte der Markt sich wirklich extrem ändern. Inwieweit müssen wir gucken? Ja, der Beweis sind wirklich die Bitcoin-ETFs, weil die schon zu so hohen Spekulationen geführt haben, dass Bitcoin so hoch gestiegen ist. Das ist natürlich schon mal das erste Zeichen ist, was eigentlich geisteskrank ist in meinen Augen. Aber das ist die Kryptowelt. Mr. Crypto, du bist ekelhaft mit deiner Ananas. Olli, auf keinen Fall verkaufe ich, weil ich pervers bin. Dann bist du ja richtig. Taschentiger, also wie macht ihr das jetzt? Alle Bullrun verkaufen oder weiter auch bei den Bären um den Chaos im Land oder auf den AMM? Und was ist sicher, AMM oder Hardware Wallet? Ja, das ist so eine Sache, ne? Der AMM ist erst ja noch nicht lange draußen. Kann man den vertrauen? Ich weiß es nicht. Hardware Wallet ist natürlich sicherer als eine Börse, aber kann auch gehackt werden mittlerweile. Ne? Da gibt es auch schon Mittel und Wege, muss man ganz klar sagen. Also ich verkaufe alles im Bullenmarkt außer Luna Classic, XRP und XDC.
XLM lasse ich auch, die paar. Obwohl, wenn die vielleicht auf 20 Cent steigen, weiß ich auch nicht, vielleicht verkaufe ich die auch. Aber XCC und XRP lasse ich, und Luna Classic lasse ich auf jeden Fall liegen. Den ganzen anderen Dreck verscheue ich. Johannes MC, pass nur auf, dass du siehst, was auf dir geschrieben wird. Nicht, dass du dann ein Tattoo von Shiba hast statt dem XRP. Ich würde mich in Teneriffa in den Sand schmeißen vor Lachen. Kommt ja dann auf meine Schulter wahrscheinlich, ne? Auf meine kleine, mickrige Schulter. Von daher alles gut. Oder hier, Oberarm, sagen wir es mal lieber so. Nicht Schulter, Schulter ist ja hinten. Ja. Da werde ich ganz genau aufpassen. Psychoboy, ich glaube, ich kann nie in Rente. Bin 4 Wochen zu Hause und drehe durch. Darf ja nichts machen, was Spaß macht. Ja, ich weiß ja nicht. Also ich würde 4 Wochen zocken. Sage ich ganz ehrlich. Zocken und Filme gucken, Serien gucken. Ich hätte genug zu tun. Ich komme ja gar nicht mehr zu meinen ganzen Filmen und Serien, die ich gucken möchte. XRP Rocket. XRP kaufen ist wie Geld drucken. Nur, dass man das Geld erst später bekommt. Bingo. Toni, der einzig Wahre, wieso sagst du eigentlich, du willst nur finanziell frei sein? Du müsstest doch alleine mit XRP mit ein wenig warten sehr viel Geld machen. Nehme ich an. Warum wartest du dann nicht darauf oder zweifelst du doch ein wenig? Nein, ich habe gesagt 2017, dass ich nur maximal Summe X an meinen XRP-Beständen verkaufe und der Rest kriegt meine Tochter. Und daran halte ich mich. Ich habe auch damals gesagt, Bitcoin, den Rest, den ich noch habe, den verkaufe ich ab 100.000 Dollar. Nicht früher und auch nicht später. Und daran halte ich fest. Ich habe 2014 einen Bericht gelesen von einem Analysten aus New York. Der hat damals gesagt, in 4 bis 5 Jahren wird Bitcoin zwischen 15.000 und 17.000 Dollar wert sein. Ich habe mir den Bericht durchgelesen, habe den Typen mir angeguckt und habe gesagt, ganz ehrlich, der Mann hat recht. Es ist eingetreten 2017, klar, ein bisschen mehr, ne? 19.000, ich habe bei 17.000 verkauft. Und das, was ich sage, sprich, was ich für Kurse für mich entschieden habe, ab wann ich verkaufe, da tue ich das auch erst. Maximus, guten Abend an alle und guten Abend an MC. Toni, der einzig wahre, geil, stell mir ein richtig krasse XRP-Tattoo mit Totenkopf vor. Ja, ich habe mir sowas vorgestellt. Kennt ihr Expendables? Sicherlich den Film, ne? Oder die Filmreihe. Die haben ja auch so ein geiles Tattoo, ne? Nur sowas ähnliches mit XRP dann. XRP Rocket, zum Glück bin ich durch Zufall auf die Kryptowelt gekommen. Da ist eine der letzten Chancen ist, die Kryptowelt einzusteigen, da ich denke, dass im nächsten Bullrun die Preise schon relativ hoch sein werden und nicht mehr so viel X möglich sein wird für die Neulinge. Da gebe ich dir recht, gerade so im Bereich Tokenisierungssysteme, ne, also die Kryptos, die dahinter stecken, oder natürlich XRP ja auch, XLM, ISO-Coins allgemein, nicht alle, aber die meisten, denke schon, dass sie dann schon viel zu teuer sind. Johannes, im Bullenmarkt werde ich hoffentlich so viel Geld generieren, dass ich rein finanziell keinen Bärenmarkt mehr brauchen werde. Dann kommt ja noch XRP, XLM, XCC, wo weiteres Geld bringen wird. Von mir aus kann also der Bärenmarkt in Zukunft machen, was er will. Ganz ehrlich, Johannes, das wird nicht so passieren, ne? Du wirst den Bärenmarkt lieben, weil du dann auch selber wieder einkaufen wirst. Du wirst von dieser Scheiße nicht mehr loskommen. Das garantiere ich dir. Castelli, MC, hältst du noch V-Chain? Und wenn ja, hältst du es bis zum Bullrun oder wie machst du das? Ja, ich habe natürlich noch meine V-Chain. Ich werde sie selbstverständlich im Bullenmarkt verkaufen und werde dann auch im Bärenmarkt, weil ich davon ausgehe, dass V-Chain tatsächlich im Bärenmarkt leider nochmal 70 bis 80% seines Wertes vom Höchststand verlieren wird, werde ich natürlich V-Chain wieder einkaufen mit der Hälfte des Gewinnes, was ich mit V-Chain gemacht habe. Und ich gehe ja davon aus, dass im nächsten Bullenmarkt, also 28, 29, bis dahin V-Chain richtig dreckig in die Verwendung kommt und dann auch 10 bis 70 Dollar schaffen kann. Toni, der einzig Wahre. Ja, aber du hast doch bestimmt selber einige XRP, nicht die
von deiner Tochter würden die nicht reichen, wenn du bis 28 durchhältst? Wie gesagt, ich verkaufe nur Summe X. Das ist eine kleine Menge, das ist keine große Menge. Damit möchte ich das schaffen, was ich schaffen möchte. Und der Rest kriegt meine Tochter. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn das alles so passt, wie es kommt, dann könnte meine Tochter wahrscheinlich die reichste Person auf diesem Kontinent werden. Weil ich möchte nicht, dass meine Tochter diesen Sklavenverhalten, dieses Hamsterradleben tun muss. Natürlich muss sie ein paar Kriterien erfüllen. Ne? Also ganz klipp und klar, ich muss sehen, dass sie wirklich vernünftig ist, nicht abgehoben ist und wirklich auch natürlich arbeiten muss. Aber wenn die Zeit dann gekommen ist, dass ich ihr das dann eben halt repräsentieren kann. Ne? Dreimal, was hat der besagte Analyst zu XRP gesagt? Geht auch auf 17.000? Nee, über XRP redet der nicht, der redet nur über Bitcoin. Das ist Thomas Lee. Er ist der einzigste Analyst, wenn der über Bitcoin redet, den vertraue ich zu 100%. Seine Analysen stimmen fast immer ein und die Kursprognosen, die er gibt, hin und wieder dauert das ein, zwei Jahre länger, aber die treffen immer und immer wieder ein. Mr. Crypto, so, 5 Minuten haben wir noch. Yes, Baby. XRP Rocket. In 10, 20 Jahren werden bestimmt die aktuellen XRP-Gläubiger von YouTube in TV-Shows eingeladen. Du und finanzielle Freiheit, dann Krypto und so weiter. Ganz ehrlich, würde ich ablehnen. Lehne ich absolut ab. Mr. Krypto, das klingt ja, als hättest du Millionen XRP. Ja, was soll ich denn sagen? Meine Marionetten machen doch alles bei mir von Ripple, oder? Ich glaube, die Brad Garlinghouse ist CEO und David Schwarz ist das Brain. Hallo, das sind meine Marionetten. Sag mal, zu Anne Will. Ja, nee, ist klar. Nee, niemals. Ganz ehrlich, nein. Ins Fernsehen will ich gar nicht. Ne? Wenn ich so auch sehe, so anderen Content Creator, die da ins Fernsehen kommen und alles, denke ich mir immer, ja, Alter, muss das sein? Johannes, ja, Sabine und ich haben ja auch schon darüber geredet, welchen Coin 7 Token wir jetzt verkaufen und dann unten wieder einkaufen würden. Das schon. Aber wir würden es nicht mehr brauchen, finanziell gesehen. Nur noch zum Spaß, um zu schauen, ob man auf der richtigen Pferdchen gesetzt hat oder nicht. Ja, aber es wird kein Spaß für dich sein. Ne? Das ist dieser Nervenkitzel. Du willst diesen Nervenkitzel weiterhaben. Du willst diesen Bullenmarktgefühl weiterhaben. Das ist eine Sucht, sage ich dir. Deswegen, jeder, der jetzt in der Kryptowelt ist und noch nie einen Bullenmarkt mitgemacht hat, ihr seid leider gefangen danach. Ihr werdet immer wieder in der Kryptowelt investieren. Egal wie viel Kohle ihr gemacht habt, ob ihr 30, 40 oder auch 100 Millionen Dollar gemacht habt. Scheißegal. Auch wenn ihr dann sagt, nee, nie wieder, ich bin durch damit. Spätestens nach 6 Monaten steigt ihr wieder ein. XRP Rocket, ja, würde ich auch ablehnen. Ich weiß, was du meinst. Dann kannst du den vom TV sagen, jetzt könnt ihr euch. Erst habt ihr XRP runtergemacht und jetzt ladet ihr uns ins TV ein. Richtig. Der Einzige, wo ich wirklich im TV auftreten würde, das wäre mit Blocky, ne? Also mit Blocktrainer. Mit denen zusammen möchte ich gerne im TV, aber das ist dann so wie. Müsste man einen Ring aufbauen, ne? Sanremo, nein, er hat das so gemeint, deine Tochter, die reichste in Europa, also hast du Millionen XRP. Ich brauche später oder meine Tochter braucht keine Millionen von XRPs haben, um die reichste Person in Europa zu sein. Taschentiger MC, machst du noch nach dem Bullrun weiter mit dem Kanal? Taschentiger, ganz ehrlich, dann ist die erste Reise vorbei. Dann geht die zweite Reise los. Natürlich, es geht weiter. Nächsten Bullenmarkt angeiern. Erstmal durch den Bärenmarkt wieder. Akkumulationszeit. Und dann natürlich den nächsten Bullenmarkt wieder. Hallo? Na klar. Wir müssen doch gucken, wo wir unser Geld weiter verbrennen können dann, oder nicht? XRP Rocket. Ja, Blocktrainer. Der Blocktrainer wird sich dann bestimmt zurückziehen und verstecken später. Nee, aber mit dem möchte ich mich wirklich treffen. Nicht zum Hauen. Und mit dem möchte ich mich dann wirklich treffen. Und dann kann er mir einiges mal erklären, ne? Toni, der einzig wahre, ich glaube nicht. Also, wenn XRP wirklich einen Preis von 10.000 macht, würde ich nie wieder traden, denke ich. Du wirst trotzdem wieder einkaufen in die Kryptowelt, vertrau mir.
Ich habe das schon so oft gehört von den Leuten, die wirklich gutes Geld gemacht haben. Boah, nee, das hat mir gereicht, diese 4 Jahre, ne? Ich habe Angst um mein Geld gehabt, so viel Stress und Ärger. Habe ich die angeguckt, warum Stress und Ärger? Du kaufst, lässt es einfach liegen. Scheiß auf den Kurs, du wartest bis zum Bullenmarkt und dann verkaufst du. Das ist kein Stress. Deswegen sage ich ja, Kryptowelt ist einfach, Geld zu verdienen. Es dauert, aber es ist einfach. Und du machst mehr als im Aktienhandel. XRP Rocket muss nicht 10.000 machen. Mit 100 Euro wären wir schon alle reich, wenn wir stark bleiben und nicht verkaufen. Hundertprozentig. Runners, gute Nacht, liebe Leute. Es ist 21:20 Uhr. MC Feierabend. Bis morgen Abend. Schlaf gut. Tschüss. Damit sage ich auch auf Wiedersehen. Es hat mich wieder sehr gefreut. Besonders 90 Zuschauer haben durchgehalten bis zum Schluss. Vielen, vielen Dank natürlich. Und auch an euch, aktiv am Chat natürlich. Morgen um 20:20 Uhr bin ich hier wieder da. Morgen ist ja Freitag. Geile Sache. Da können wir sogar ein bisschen länger natürlich. Und freue mich natürlich auf jeden, der morgen da ist. Wer nicht kann, tut mir leid, aber es wird bestimmt morgen wieder richtig geil. So, meine Lieben, 1001. Bei 10.000 kaufe ich Apple. Aber 100.000, nee. 10, 100.000, 10.000, doch 100.000. Okay. Und damit sage ich auf Wiedersehen.